den Effekt der 100.000 Sterne. Ihr glitzert, ihr glämmert. Also es ist wunderschön. Hallo und guten Morgen, meine Lieben. Hier bin ich mal wieder, eure Marita, und ich habe euch wieder viele schöne Modelle mitgebracht. Und hier was ganz Extravagantes. Ja, das ist auch so ein kleiner Ausblick schon auf 2020. Und es hat ein Cape, eine schöne Schleppe, 3D-Effekt, Glitzer, Glitzer, Glamour. Hier haben wir eine V-Linie vorne im Dekolleté. Damit man euch nicht so sehr ins Dekolleté reinsieht, hat der Hersteller ein Netz gearbeitet. Man nennt es auch Englisch Netz. Es ist elastisch. Es wird gehalten mit einer Stickereiborde aus Glasperlenstiften, Pailletten. Ja, wunderschön ist auch der Stoff, das Material, eine 3D-Spitze, die bestickt worden ist mit ganz, ganz kleinen Steinchen, mit Pailletten. Und wenn ihr schaut, das ist das Untermaterial. Das ist beflockt mit Silber. Dadurch erhält man hier im Sonnenlicht den Effekt der 100.000 Sterne. Ihr glitzert, ihr glämmert. Also es ist wunderschön, so ein Kleid zu tragen am Tag der Hochzeit. Und schaut mal hier, dieses Cape. Ist das nicht toll? Die Arme sind bedeckt. Der Rücken ist bedeckt. Manche Damen haben das ja nicht so gerne, wenn der Rücken frei ist. Aber man könnte auch hingehen, dieses Cape lösen, separat mit Knöpfchen anbringen und dann das Cape, wenn es stört, im Laufe der Feier abnehmen, zur Seite legen und hat dann ein wunderschönes Kleid mit einem tollen Rücken. Das Cape ist kein Schleierersatz. Es dient nur dafür, dass man angezogener wirkt. Der Rücken ist, wie ihr seht, ein wenig durchscheinend. Und der Rücken wird auch geschlossen hier mit einem Reißverschluss, der bis praktisch unter den Po hinuntergeht, damit ihr sehr gut ein- und aussteigen könnt in das Kleid. Hier an der Taille befindet sich ein kleines Gürtelchen und schaut mal, das ist Perle, Glasstift, alles von Hand gestickt, von Hand aufgezogen und dann hier verstickt, vernäht. Anschließend folgt der Schnitt des Kleides zum Knie etwas enger und wird nach unten zu geöffnet. Da kommt die Schleppe. Diese Kleider kommen aus Amerika und liegen so im Durchschnitt von 2.000 bis 3.500 Euro. Es ist schon eine gehobene Preislage. Diese gehobene Preislage begründet sich darin, dass hier sehr viel Handarbeit in das Kleid reingebracht worden ist, eine teure Spitze verwendet worden ist. Ja, und einen sehr, sehr guten Designer. Dieses Kleid ist ein Fit-and-Flair-Kleid und das bedeutet, dass das Kleid praktisch von der Taille zu den Oberschenkeln runtergeht, sich verjüngt, aber nicht zu stark verjüngt, wie beim Mehrmitschnitt, der sehr eng ist in Kniehöhe und sich dann nach unten zu wieder weit öffnet. Und man kann das Kleid so, wie es ist, also würde ich das bis Größe 42 verkaufen, nicht Größe allein, wegen des Ausschnittes und wegen des Cups. Also hier würde ich maximal ein C-Cup, eventuell, je nachdem, wie die Brust gearbeitet ist oder wie sie ist, ein D-Cup. Ich hoffe, es gefällt euch. Schaut meinen Kanal fleißig, kommentiert, liked und abonniert ihn. Eure Marita. Tschüss.